Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars Jedi Survivor. Eins vorweg, ich habe mir eine neue Grafikkarte geholt. Jetzt statt der 3070 Ti ist jetzt eine 4070 drin, eine RTX 4070. Ich hoffe, jetzt nicht nur wegen Star Wars. Star Wars läuft, Star Wars ist einfach scheiße optimiert, deswegen läuft Star Wars eher so mehr, ne? Aber ich konnte die Grafik ein bisschen höher stellen. Wir laufen jetzt auf. Müssen selber gucken. Auf episch, also höher geht nicht, ne? Das ist das Einzige, was halt nicht an ist, ist Raytracing, ne? Weil das killt dann total. Die Performance zwar richtig. Wir warten. Diese Woche soll noch ein Performance-Patch kommen. Ein vernünftiger. Das ist die Strahlweite schon immer da. Ja. So, wir sind auf Kobo. Und suchen. Suchen wir eigentlich? Genau, es gibt zwei Orte für Nachforschung über Talanor. Dagans Zuflucht auf Kobo. Genau, wir suchen Dagans Zuflucht. So war das. So, wir müssen da hinten hin. Kann man schnell reisen? Ich weiß gar nicht, geht das überhaupt schnell reisen? Ich habe das schon so lange gespielt. Ich weiß gar nicht, ob schnell reisen geht. Ja gut, ist auch nicht schlimm. Im Prinzip müssen wir ja nur hier runterlaufen. Wir holen uns mal eben schnell ein Reittier. Alles gut, mein Freund? Klar. Ich muss mir abgewöhnt mit Doppelsprung. Wir los. Mit Doppelsprung steige ich ab. Ich hab doch. Warum ist denn schon wieder. Okay, ich sag nichts. Guck mal, da ist unser fliegender Freund. Von da hinten. So. Ich kann nicht das kann man nicht auf eine Karte gucken, wenn man auf dem Ding sitzt, oder was? Oh, schade. Alles klar. Auf. Wir werden dich verfolgen. Hey, fam. Hey, hey, hallo. Hallo. Da war ein Echo oder sowas, ne? Weit ausfindig gemacht. Ein Lichtschwert. Also bist du ein Jedi? Nicht nachlassen. Ich bin dein Verbündeter. Also, da sind gerade ein bisschen heftig hier, ne? Kumpel, Hilfe! Richtig auf die Schnute gekriegt. Da müssen wir lang. Wer er denn? Wer er denn den Turbo angeschmissen oder was? Hört doch mal auf mich anzugreifen, Mensch. Ich habe euch doch gar nichts getan. Kann nicht mehr normal. So, da müssen wir lang. Überprüfe, ob dein Blaster korrekt kalibriert ist. Hab ich gerade. Dann mach's nochmal. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Ich fühle mich nicht gut, BD. Du musst ja dann theoretisch, wenn ich es richtig sehe, irgendwo hier sein, ne? Beziehungsweise hier links lang. So, Erledigt ihn! Erledigt ihn einfach! Ich stehe nicht drauf! Ja.
Meditationspunkt komme ich jetzt nicht ran, ne? Wir durften nicht mehr weit weg sein. Nee, ich sehe aber nichts, was wie eine Siedlung aussieht. Ah, hier ist wieder unser fliegender Freund. So kommen wir da durch. Los geht's. So, ich vermute, wir müssen hier landen, ja. Ja, ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Guck mal, da oben ist wieder unser großer Freund da oben. Hey, ist das unser Freund aus der Anlage im Wald? Hab ich gesagt doch. Heftiges Vieh, ja, ey. Sehr imposant. Lass uns diesmal Abstand halten. So, Meditationspunkt entdeckt. Sehr schön. Wir... Nein, da fehlt uns nur ein Punkt. Den behalten wir noch, den einen, den wir haben. Wir ruhen uns aus. Was haben wir für Boni? Ja, stimmt, wir konnten es Lutz kaufen irgendwo, ne? So, Kampfstil, habe ich die beiden. Okay, das wird drin. So, wir müssen. Wo müssen wir denn hin? Janni, ist klar. Alles in Trümmern. Hab mich erschrocken, ey. Ein Kopfgeldjäger. Die Haxion-Brut hat uns gefunden. Ging so, war nicht so schwer. Wer ist er denn? Oh, das war toll. Ich bin Cage Vander. Dieser Schlammwühler hat am Außenposten deine Spur aufgenommen. Kerl, du hast uns wohl beobachtet. Das haben wir doch alle, Kerl. Nicht jeder Neuankömmling stellt sich vor, indem er einen von Ravis bösen Jungs den Gar ausmacht. Ganz nebenbei, echt stark. Ich liebe große Auftritte. Danke. Und was willst du? Na, was ich will, Kerl, ist dich zu belohnen,
Für jeden von denen, den du erledigt hast. Bist nicht der Einzige, der nach Kobo gekommen ist, um Frieden und Ruhe zu finden. Nimm die den Kopfgeldjägern ab. Und ich gebe dir dafür etwas Hübsches. Er gehörte also zu Axiombrot. Es werden noch mehr unterwegs sein. Du hast es erfasst. Kannst dich echt glücklich schätzen, dass meine Augen und Ohren überall sind. Komm zum Saloon. Dann helfe ich dir, den Jägern zuvorzukommen. Na gut. Ich überleg's mir. Alle haben ein Jetpack, nur ich nicht. Tomo wieder total asynchron. Kopfgeldjäger können jetzt über Reisebildschirm verfolgt werden. Drücke, um das zuzugreifen. Legendär, bring einfach alle Ziele zu. Bring die alle einfachen Ziele zur Strecke und erweise dich würdig, gegen die Besten der Besten anzutreten. Okay. Hey, sieh dir das an. Kopfgelder, okay. Kurelim, besiegt, okay. Komm schon, Kumpel. Wir müssen immer noch Dagens Zuflucht finden. Spüre den Planeten und alles, was mit ihm verbunden ist, und dann greife nach ihm. Ich denke, ich... Da! Ich hab's gespürt! Genau so. Sehr gut, Padawan. Eine Unterweisung. Die Jedi sahen überall Möglichkeiten, selbst auf einer unwirtlichen Welt wie Kobo. Um die ständig wachsende Republik wirklich zu verstehen, mussten die Jedi so viel erleben, wie sie nur konnten, und dann ihrem Padawan beibringen, okay? Damit die dann mal reden. Ihr war also nicht danach, mir da gerade zu helfen? Ohne Bezahlung? Ich glaube nicht. Der hat gesessen. So langsam, aber sicher kriegt man die Bewegung von den Viechern drauf, ne? Das ist, ich meine, gut, Lerneffekt stellt sich an. Soll ja auch. Hier schon wieder fliegender Kollege. Das muss die Stelle sein, von der Cordova gesprochen hat. Die Macht ist mit mir. Wir sind nicht die Einzigen, die hier etwas suchen. Denkst du, es ist Dagon? Koppler. Dann ist auch die Energiequelle nicht weit. Okay. Was komme ich hier rein, oder bin ich? Ja, aber es wird hier oben mit Sicherheit auch sein. Was ist denn da so schönes an der Wand?
kommen wir so nicht ran, okay. Versuch's vielleicht mal so. Lass uns die Datendisk zu See bringen. Wo fliegt ihr denn hin, der Kerl? Nee, kannst du an, bitte? Okay. Okay, das war wohl nix. Die Frage ist, komme ich da überhaupt rüber? Und die nächste Frage ist, will ich darüber? Nein, wir folgen erstmal dem Hauptzimmer eben. Centauri Kree. Gut gemacht. Ich finde die, das Kampfsystem finde ich mega. Aber ich, ich stelle es immer wieder fest, auch wenn es teilweise echt schwer ist. Okay, damit kann ich irgendwas umstellen. Komme ich nicht hoch? Hier werdet ihr lernen, Kobo-Materie zu beherrschen, um euch so auf den Weg durch den Abyss vorzubereiten. Aber im Erfolg werdet ihr auch eine noch stärkere Verbindung zur Macht finden. Echo? Ich verstehe, Meister. Darf ich jetzt gehen? Musst du irgendwo hin? Na gut, aber komm danach wieder. Danke. Natürlich. Ein geduldiger Meister. Ein Padawan bittet darum, vom Training entschuldigt zu werden, ohne den Grund zu nennen. Aber der Meister fragt nicht nach und lässt ihn gehen. So, es muss ja theoretisch... Lasst euch von eurer Verbindung zur Macht zu unserem gemeinsamen Ziel führen, Tanelor. Centauri Kree hat Jedi auf die Reise durch den Abyss vorbereitet. Ja, das Ding müssen wir irgendwie noch...
Frage, wo wir das auf hinrichten müssen, ne? Oder auf was? Wollen wir damit irgendwas kaputt machen? Gute Frage, nächste Frage, ne? Ich sehe nämlich nichts. Dieser Wellenkoppler benötigt eine Kugel, sonst funktioniert er nicht. Der hat eine Kugel drinne, du Kasper. Nein, nein! Glück gehabt, ey. Fast wäre es weg gewesen. Die Frage ist, auf was muss ich ihn richten? Das ist die Frage. Denkst du, mit dem Aufwind kommen wir rüber? Jetzt verstehe ich es, alles klar. Die Macht ist mit mir. Und mit dir und mir. So, ruh dich mal aus, Kerl. Wird Zeit aufzubrechen. Fähigkeitenpunkt, der uns fehlt, um Überleben fertig zu kriegen. So, hier fehlt eine Kugel. Boah, was hast du denn schon wieder? Was ist denn? Was ist da denn? Hier ist doch gar nichts, außer dass es hell ist. Wer Fragen stellt, findet. Kammer Wandgemälde. Ein Wandgemälde auf der Außenwand einer Meditationskammer mit der Inschrift: Wer Fragen stellt, findet Antworten. Wer Unwahrheiten bekämpft, findet die Wahrheit. Und wer in sich selbst hineinblickt, erkennt den Weg vor sich. Antworten. Okay. Gut, da kommen wir wohl zurück. Also müssen wir wahrlich wohl da lang, wa? Gemeinsam kämpfen. Willkommen, Jedi. In jeder Welt, die die Republik erreicht, warten neue Gelegenheiten, um zu teilen. Fürs Erste haben wir nicht die Erfahrung gekriegt. Wir können noch vieles von diesem Planeten lernen. Was habt ihr rausgefunden, Centauri? Frage mich, welche Geheimnisse dieser Ort verbirgt. Kobo-Materie. Überwuchert.
Tja, sieht irgendwie... Was bist du? Was macht ihr da? Okay, probieren wir es aus. BD was? BD1 kann jetzt Kobo-Materie auf Oberflächen sprühen. Sprühe Kobo-Materie auf Strahlen, um aus den Kobo-Resonatoren, um Hindernisse zu verbrennen, die Cats will blockieren. Wir glauben, dass die Kobo-Materie aus den Tiefen des Abyss stammt. Diese seltsame Substanz ist mysteriös, aber wir können sie durchaus studieren und manipulieren. Wie auch bei allem anderen. Sobald wir es verstehen, können wir es benutzen und kontrollieren. Sie haben die Kobo-Materie und den Abyss studiert. Hat Dagon es so bis nach Tenalor geschafft? Und bringen wir sie zu See. Die Frage ist, muss ein Spiel immer so viel tausend verschiedene Sachen haben? Das können wir nämlich... Zusammen können die Republik und der Orden der Jedi die Geheimnisse dieser Galaxis entziffern und sie für das große Ganze nutzen. Die Macht weist uns den Weg. Klingt nach dem Orden, an den ich mich erinnere. Alles, was Kree hier gebaut hat, wurde durch eine Katastrophe zerstört, die sie nicht vorhersehen konnte. Manchmal scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Datendisk, ist hier noch irgendwas, was hinter mir oben? Okay, also nochmal das Ganze. Nee, okay. Gut. Dann gehen wir halt hoch jetzt. Da können wir rüberlaufen. Hier finden wir noch ein Links. Vielleicht ein Bonus. Eine Verbesserung. Level up. Macht Essenz. Diese maximale Macht erhöht. Ja, ist auch gut. So, hier haben wir noch ein Echo. Ich habe gehört, wie Meisterin Kree von ihren Träumen für den Abyss erzählt hat. Es ist unschicklich, zu tratschen und zu lauschen. Ja, Meister. Verzeiht. Geschwätz. Ein Padawan bringt seinem Meister einige Neuigkeiten, die er gehört hat, aber der tadelt ihn nur, weil er derlei Geschwätz überhaupt nicht beachtet. Hä?
Ich guck mal, hier kostet die Kugel da noch raus. Sie ist verschwunden da. Ja, natürlich. Wie kriege ich den jetzt da raus? Okay, mach ich anders. Das müsste aber jetzt funktionieren. Noch einer freigemacht. Wir müssten jetzt auf dem Aufwind zur anderen Seite gelangen können. So, pass auf, Partner. Aber hat funktioniert. Langsam sorge ich mich um das Projekt. Es steht uns nicht zu zweifeln. Selbst die Padawans spüren, dass etwas nicht stimmt. Du kannst nicht ewig aussagen. Alles brennt und wechseln wir. Schöner Treffer. Los mit lustig! Helft mir bitte! Cool! Abgewehrt! Da, bleib da stehen! Da musst du dir schon mehr einfallen! Nimm das! Bitte, Sim! Habe ich zwei Stimmen am Anfang genommen. Es wäre mal nett, ein Speicherpunkt oder sowas. Was haben wir denn? Das hab ich! Er macht es mir nicht leicht! Geiler Finisher. Willkommen, Jedi. Feinde des Friedens bedrohen die Grenze der Galaxis und unsere Republik. Sobald wir den Abyss durchqueren, könnte Tanalore eine Bastion gegen diese Bedrohung werden. Ein Signal der Hoffnung und Gerechtigkeit im Outer Rim. Tanalore war für sie mehr als eine Mission. Es war der Traum einer besseren Zukunft.
Hier gibt es ein bisschen was zum kaputt machen. Gut, mein Lieben, ich beende die Folge aber hier. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Und ja, lasst mir gerne ein Abo oder ein Like da. Ich würde mich über beides tierisch freuen. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis dahin.